Jungs auf Lower auch einfach nach Malak rüberfahren. Capture, hello, old friend. Hallo, hallo. Okay, dann mal schnell zwei Leute zu mir. Squad 3 ist nicht da mit den Supplies. Die Toe steht unten bei Mozai. Berg oder direkt auf Mozai? Nee, direkt drauf, auf einem Gebäude haben sie so aufgebaut. Alles klar. Okay, eigentlich, wie machen wir es denn? Okay, wir müssen natürlich das Problem, dass wir zu viele Leute sind. Wir können gar nicht alle mitfahren jetzt mit dem Rücken. Oh, ich laufe. Ich gehe zu Fuß. Okay. Ich kann auch laufen. Ich kann auch zu Fuß. Ja, also, dann lauft man am besten über Movement Mark, vielleicht findet ihr da noch irgendwo was. Also, bis. Bisschen mehr wirklich halten. Ich brauche mindestens einen, der hier bleibt für das Spawn Hub und so. Zum Aufbauen. Ja, ich bin. Bei Movement Marker fährt ein BTR rum. So an der Brücke wahrscheinlich irgendwo. Okay. Ah ne, ist ein Scout-Car, das steht ungefähr F883 mal beim Ping. Zucker. Wenn du mich jetzt zum Bravo Leader machen kannst, dann kann ich ja Markierungen setzen, wo die Squads und lang laufen. Das wäre eine gute Sicht. Keine Ahnung. Ja, ich sehe das sogar. Auf der Markierung laufen ihre Feinde rum. Circa ein ganzes Squad, schätze ich mal. Das MG schießt auf jeden Fall zu hoch. Auf das Scout-K. Ah, Scout-K rennt. Ist Platz gleich. Oh. Bin ich mit dem MRA, werf ich oder treffe ich nicht? Nee, ein bisschen zu tief. Wieder höher. Butte, auf meiner Markierung läuft auch, bewegt sich auch Feinde. Auf dem Schwertmarker. Ja, da ist es bleibt auf jeden Fall schon. Jetzt triffst du. Sauber, ein kleines bisschen tiefer, Flecki. Der hat bis genau den Turm. Jeder dritte Schuss trifft. Ich bin auf dem Schwertmarker von dieses Scott, ne? Okay. Ich hab mich jetzt zum M-Rap rausgeschossen. Mit dem Top-Teil ist das auch nicht so leicht zu treffen, muss ich sagen. Keine Ahnung, wo der hinguckt. Aber der müsste den sehen. Swagger hätte schon längst verkauen. Dran am Scout-Car, aber es nützt mir leider nichts. Also das
Striker, keine Ahnung, was der macht, aber alles ein bisschen. Zack, man, der Chris. Haben wir einen AP? Der kommt hier von mir aus super ran. Von meiner Busi. Scout bewegt sich. Ah, ne, hält wieder. Versucht dann mal von Malak Richtung Schadmark auszurücken, erstmal. Oh, ja, ist ganzer Squad auf meiner Position. Okay. Auf Ping. Kann ich so wiederholen. Bestätigt, sehe ich auch. Die haben auch links auf Monzai, auf der höchsten, auf dem Berg im Westen, haben die auch Snipers drauf liegen, also da. Das ist schwer, ganz hast du die Ping? Ich sehe sie nämlich nicht. Ja. Ich hab markiert. Schwertmarkt. Ja, ich sehe zwei feindliche Lodges. Warte mal, ich schau, wo die hinfahren. Direkt an mir. Okay, sehr schön. Boah, das war ein schöner Hit. Nice. Fand ich ja bitte jetzt statt. Infanteriekontakt sobald. Kann doch nicht sein, dass einer die scheiß Scout-Cutter wegholt. Ich bin down, nein, ganz aus. Also hier das muss. Ist echt krass. Hier findet gerade ein Push statt. Westlich von Malak. Splinter, ja. So. Okay, wer jetzt down ist, man halten. Ich setz gleich einen Rally. Gut, du läufst fast drauf zu, wenn du ja, ich weiß. Den Westen drehst. Ja, ich kann aber nicht hoch in, dann bin ich tot, der Scoutcar schießt über meinem Körbchen. Wir haben doch eine scheiß Top-Fop, was machen die eigentlich? Nein, der kommt jetzt von Mount Tsai auf Malak Luftlinie gelaufen. Ich hab schon zwei Feinde gesehen, drei Feinde. Komm jetzt zu Mount Tsai in die Attack. Auf Malak die Attack. Ja, wie gesagt, also versucht dann mal aus Malak rauszukommen. Wir wollen dann auf Marseille gehen, weil momentan keiner im Angriff ist. Geht nicht westlich raus, da kommt sie nicht raus. Ja, wir müssen kommen. Scout muss da weggeschossen werden, als Striker. Das ja. Ist so ein Easy. Ja. Das ist ein kleiner Valkyr. Rechts von uns war gerade die FOP, feindliche. Gut. Wer down ist, spawnt am Rally. Wir checken kurz Bar Dur, machen da die FOP down und gehen dann auf Mozart. Wir wollen mich pushen. Meine Position. Ganzer ist bei mir im. Bei dir im Flussbett, oder was? Copy. Vier habe ich. Ja, wie gesagt, versucht einfach euch einzeln da so ein bisschen irgendwie Richtung Modell durchzukämpfen. Wenn er sterbt, spawnt er mir den nach dann. Ein ganzes Squad 100 Meter vor mir. Boah, ich bin. Hier ist noch mehr, das ist alles voll hier unten. Bei den Gebäuden. Ich pinge so, was ich kann. Ganze Spotten bei mir entlang gelaufen, die flankieren Malak. Oh, geht ja nicht. Ich mute ihn jetzt auch. Ja, genau dort, wo die Helme sind. Richtig markiert. Ich fahr mit her durch Mozoi. Ne, Malak. Ah, du.
Ah, oh, nee, lass mal. Ja, jetzt musst du den Hit drücken. Mit der AT hilft. Versuch einen Sack oder so. Der eine aus der Besatzung ist ausgestiegen, der ist down. Dürfte nur noch der Gunner drin sein. Nice, guter Schuss. Das war auf jeden Fall der Motor. Oh, aber wir wollten schützen. Du kannst zum Emerald laufen, wenn du es schaffst und da resupplyen. Ja, ich schau, was ich machen kann. Nein, ich bin down. Ich kann auch mit M-Rap kommen und den zerschießen. Ja, fuck. Jungs, ihr solltet eigentlich erstmal noch Bahadur das. So, ich hab gedacht, ihr habt das alles gesichert da hinten. Nein, nein, wir haben Mitte, ja. Und das ist noch ein FB, oder? Ja, die hat's abgeschaufelt. Aber wir müssen halt das Video finden und den BDR hier wegnehmen. Nur vernimmt den Anwalt, der BDR hat einen Hit. Der Schütze ist allein in der Luft. Wenn wir die Straße lang gefahren sind, steht der mit dem Arsch zu dir. Der BDR scheint leer zu sein. Pass auf, weil ich meine jetzt einfach da reinfahren. Sonst schießt dich einfach. Nee, der BDR ist leer. Der müsste leer sein. Dann fahre ich ganz rein, dann komm nur zur Ecke, dann hole ich mir die mit ein paar Munition eben raus, dann schieße ich dir mit einer Rakete von hinten rein. Dann sind wir safe, dann haben wir die M-Rap nicht verloren. Da kommt ein Truck. Jungs, kommt zusammen mit euch. Hier kommt ein Löschi da oben, ist durchgefahren. Bitte, hier. Ist down. Sehr gut. Zerschieß den Motor von dem Löschi, aber lass die Bude stehen. Jo, reicht. Feuer einstellen. Okay, jetzt müssen wir noch das Radio suchen, dann wird das schon und dann rücken wir auf Mazai ab. Wie es aussieht, wird das bei meiner langsam eng. Sucht mal das Radio, checkt mal, ob ihr das findet. Nice. Ja, beim Squad Lead ist das Radio. Auf dem Shirtmark. Flecki, pass auf, vor dir waren welche eben. In dem Graben. Warte mal, wenn wir das nicht abschaufeln komplett. Hab ihn Flecki. Lass uns mal stehen, lassen nie keinen neuen platzieren in der Nähe hier, ne? Ja, aber die Main ist hinter uns. Das Problem ist, wir können das gar nicht alles. Wir müssen eher auf Mazai. Wir können das nicht safe. Das kann man so nicht sichern. Das macht keinen Sinn, das hier stehen zu lassen. Ich hab Flecki, ne? Das gehört, ja. Dann nehmen wir lieber die 10 Tickets mit. Okay, dann gehen wir. Die pushen uns. Ja, das ist Rally mit oben auf dem Hügel. Direkt vor mir Richtung Nordost. Zwei Stück ist eine Crewman-Besatzung. Ja, Kopie sind aber schon runter am Dorf hier. Ist eine Crewman-Besatzung. Ja, das sind dann bestimmt die Crew, die vor dem Fahrzeug war hier. Hab ich von denen? Ich weiß nicht, wo der zweite ist. Ja, die sind oben auf dem Hügel drauf.
Okay, ich hab beide. Am Schwertmarken. KP, ich bin gleich oben. Rückt langsam vor. Haltet euch am besten nicht alle auf dem Hügel auf. Ruhig ein bisschen auf, welche südlicher durch, okay. durch den Graben durchgehen unten. Also durch die Straße. Nicht alle auf den Berg hochgehen. Das macht keinen Sinn, dass wir jetzt alle über den Berg rennen. Ja, die verlieren Malak, nämlich verarschen. Das ganze Team ist auf Malak und die kriegen es nicht gehalten, weißt du nicht. Okay, wir müssen uns ein jetzt, wir müssen jetzt schnell auf Mazai. Das sind Feinde direkt links neben uns, Richtung Nordosten. Ich höre die über den Hügel schießen. Ja, ignoriert das. Geht ja, trotzdem hinter dir ist schon geknackt. Hab ich. Tresor. Solange dich nicht gesehen haben, einfach weiter. Copy. Die wissen, dass wir hier kommen, da war schon einer hinter dir. Ja, natürlich wissen das jetzt, aber... ändert nichts daran, dass wir trotzdem angreifen müssen. Spätestens nach dem BTR zerstört haben. Ja, ja. Drops von dir rechts, nein. Läuft schon einer. Der ist zu dieser Schlucht runter, da dazu. Direkt auf meiner Position, Feind, the fuck. Warte, ich bin schon da. Ja, die pushen südlich raus, das Teil. Es scheint aber nicht so viel zu sein hier. Wir müssen halt versuchen, ich bin immer gleich da, Rally Point ist by the way down. Ich bin down. Ja, Rally Point. Fuck! Direkt auf meiner Position, zwei Stück. Emerald, pass auf, Stretcho. Der patcht sich. Stretcho hier auf meiner Position ist down. Zu euch holen. Ich hab die Feind hab. Ich sichere die Straße. Komm zu mir in die Hand. Einer ja. Muss noch rein, dann ist sie gut. Mitziehen. Okay, kannst du nicht. Da kommt noch einer den Bug auf, hier irgendwo. Kannst du nicht hier oben safen kommen? Okay, ist keiner mehr. Genoji kommt. Kommt gegen ein Fahrzeug. Unser eigenes. Das ist unser oder eigenes. Eigenes, ja. Von Osten hier was? Kontakt, das ist ein reingelaufenen Compound. Achtung. Ich schaue hier über die nördliche Straße. Ich bin dankens, kommt doch mal mit, wenn die Hubs ran müssen. Ja, ich komm nicht, weil ich nicht hoch. Ja, die können schon rein spawnen. Kann ich nicht ran. Ja, ich weiß auch nicht, warum die Hub nicht abmacht. Ja, weil wir gerade das Radio schon schaufeln. Das wird erreicht, wenn wir noch einer. Okay, sind alle down. Radio ist down. Ich bin unterwegs. Nice. Okay, sehr schön. Dann müssen wir jetzt verteilen, wir brauchen auf jeden Fall eine 360 Grad Sicherung. Also verteilt euch schön gleichmäßig. Checkt die Map, ihr seht ja, wo die anderen hinschauen.
Versuch von Transporter Lodge kommt abzufangen mit dem M-Rap. Und wir verlieren die FOB auf Malak. Da kommt der Captain vom Westen. Oh, ich sehe sie. Da dann. Warte. Die ist hier im Berg. Auf Malak, die Jungs, die müssen nicht mehr lange halten, sonst ist er hier weggekippt. Ja. Die Kette steht hier. Kann man das Ding? Ich hab's jetzt nicht gehört. Vielleicht ein 30er. Ich hab's ja, jetzt nicht gesehen. Da ungefähr. Ich sehe da. Bewegt sich jetzt nicht. Buggy, okay. Gute alte Methode D935. Mit direkt zu Baratur fahren. D935, okay. Bewegt sich jetzt immer nach Osten den Berg entlang. Okay. Also irgendwo da oder was? Unser Striker schießt gerade schon drauf, ja. Ja, Markus. Aber der Striker schießt Zentimeter tief. Suppression funktioniert dann auch in Fahrzeugen, oder? Ja, wir sitzen ja bei dir rein direkt am Nutzer. Ich glaube, das geht wirklich. Da weißt du, wenn du die 3 anfunkst, dass direkt hier hinkommen, dann können wir eine verbauen, ne? Die kommen gerade von unten. Ich habe das ist schon geklärt. Ist. Ah, okay. Der Winkel ist zu steil. Der macht überhaupt keinen Schaden. Ah, ich schätze mal, wenn wir jetzt einen Taktik kriegen, kann es durchaus sein, dass welche von Norden kommen. Also das, was auf Malakabat ist, wird sich gleich auf Mozai zurückziehen. Also schaut ich geh mal in den Fluss. Oder den Graben hier. Ja, macht das, dass wir halt auch Nordosten jetzt im Blick haben, weil die Feinde gleich wieder zurückkommen. Ich schau auch. Verdient sich. Wir haben Kontakt feindlicher MG-Trupp 030. Entfernung 200. Also im Nordosten. Zu pingen. Positiv vor dem Visier. Okay, ich wurde rausgesnappt aus dem. Murb ist wieder leer. Als Falls dann wieder jemand übernehmen mich. Okay, Ammo-Gates stehen, falls ihr Muni braucht. Okay, ich hab Sicht auf Bahadur, keine Fob in Bahadur. Die kommen wir gerade mit dem Lodgy an. Ja. Okay. Halbe Rücken raus. Die anderen Squads ziehen sich jetzt langsam hier zurück. Und dann.
bewegen wir uns jetzt langsam durch den Baudot. Hast du eine Ammo, hast du eine Ammo gebaut? Ammo-Crates stehen, ja. Resupplied nochmal oder nutzt den M-Rap als Supply-Punkt. Wo steht die? Und dann gehen wir langsam durch den Baudot. Ja, los, töte sie! Du musst ein bisschen zu weit. Die feindliche geht immer noch auf der Markierung. Nee, die ist schon lange weg. Die hier wuchs an, ich glaub die ist weg. So, Lodgy ist westlich auf Flügel. Kompletter Squad kommt jetzt von Malak zurück über den Fluss, da wo ich hinping. Ja, Squad 6 rennt genau zu denen rüber. Ja. Ich denke mal, die fangen die ab, passt schon. Lass uns unserem M-Raps nochmal den nachziehen. Den wollt ihr safe gehen. Fahrt den erst runter in die Repair Station. Falls wirklich. Die steht südlich von Mazai. Auf meiner Position zwei Leute erwischt, aber dann ein ganzes Squad entlang. Okay. Ja, wir bewegen uns einfach hier über den Relay-Punkt. Versucht in Deckung zu bleiben. Achtung, nicht zu sehr auf die Hügel hoch. Drops rechts von euch auf dem Hügel. Ah, hab ich. Hab ich, ist tot. Okay. Kann ich mich einfach nur neben die Repair Station stellen oder? Ja, einfach daneben. Sniper auf Ping, der guckt zu uns rüber. Wenn du als Fahrer rechts gedrückt hältst, dann munitionierst du gleich noch auf. Ping nochmal bitte Ping auf meiner Seite okay. Oder was? Im Osten ist der Sniper. Ah, okay. Als Fahrer rechts gedrückt halten, dann ziehst du Munipunkt auf den MRAP. Ja, ich hab ihn schon voll. Okay. Den Snapper habe ich, glaube ich. Ja, wir haben mindestens ein ganzes Squad auf. Lodgy bei mir? Auf Badu, wenn es reicht. Vielleicht haben die hier hinten die Pop gesetzt? Na, ja, garantiert wieder. Die schießt auf ihren einen Lodgy, was mit los? Jetzt in MRAP dann bei unserem Dings rein, ne? Jetzt lass das hier. Hier schießt es einfach hin. Auf unserem Rally meine ich. Ja, okay. Oder soll ich den in die Stadt 18? Sniper ist tot. Scheint wieder im Bereich schwach zu sein, ich markiere mal. Dort wird wahrscheinlich die FOB sein. Da sind die ganzen Gegner. Also von oben war nicht zu sehen. Ja, also ich sehe hier auch noch nichts, keine Ahnung. Ich sehe das Radio. Take beim Squad Lead. Ja. Wo kriegst du den da?
Ich glaube, ich habe ihn. Jungs, alle nachziehen, das muss schnell gehen. Es reicht, wenn ein MG-Schützen Sunny hinbleibt, der Rest ist vorne. Wir haben den Rally verloren, sind wahrscheinlich am MRIP. Raps sind nicht da. Dann cappen wir wahrscheinlich schon. Ich bin im Cap. Copy, ein Feind erwischt beim... Schau mir die Lage im Westen an. Wir haben Gegner innerhalb von 50 Metern Radio. Ich kann keinen Radio setzen. Ich hab die beiden. Da hinten ist noch einer im Eck. Da hinten ist noch einer im Eck. Copy. Der ist an der Treppe. Ja, copy, ich muss mich chillen. Gut, ich hab's Eck. Sehr schön, sehr schön. Dann verteilt euch jetzt einfach um die Flagge ein bisschen. Oh, er ist ein MG-Schütze. Der hat nur gewartet. Scheiße. Direkt auf meiner Posi, MG-Schütze. Direkt auf meiner Posi. An der Treppe. Ich pinge. Ja, genau. Ja, passt. Werft eine Granate ins Eck. Der sitzt direkt auf der zweiten Stufe. Ich zieh den M-Rapper. Ja. Pass aber auf, unser Ready ist down, also dort werden Gegner sein. Die hat der Zippel erwischt, meine ich. Achso, okay. Kommt eine Kette. Irgendwo im Osten, Nordosten. Ne, Nordwesten so. Westen, Nordwesten. Er patcht dich, er patcht dich. Das bin ich. Achso. Storm. Der holt alle. Das gibt's doch gar nicht. Holt den Medic hoch. Ich hol den Medic, nur noch eine Bandage. Kette kommt. Kette im Süden. Ach, das ist eine 30er Kette. Schon wieder. Ja, Kette im Süden auf jeden Fall. Ja, ich höre sie auch. Ich sehe sie. Auf dem Berg oben, ich pinge. Das ist ein Bit. Das Kapit, ja. Das sind 30er. Achso, ja, mal zu mir. Ich muss jetzt nochmal ein Rally zu setzen. Ich muss das mal. Ja, Rally steht. Wusstet ihr, was scheiße ist? Zu Hause arbeiten ist scheiße. Ja. Sagte Peter 36 Feuerwehrmann. Ich bin voll reingelaufen. Oh, dieses Vieh. Der. Ungefähr die bei meiner Runde, also jetzt einfach safe bleiben. Wir müssen jetzt schauen, dass wir auch eine Sicht auf den Norden kriegen. Nicht, dass da jetzt im Norden unsere Gegner reinspazieren. Geht nicht auf den Süden oder was? Da ist der. Irgendwo bei dir auf dem Berg oben. Vor mir auf meiner Position. Die Markierung stimmt. Ja, ich guck mal, dass ich da oben bin. Pass auf, der schaut in der Richtung. Ich kann nicht nur hochholen, das macht keinen Sinn. Der kommt genau rein. Ist er auf dem Weg? Geht schon wieder aus dem Westen, nach Osten raus. Nicht nach Westen, es wird durch die Kette weg. Ja, lass uns doch nebeln, warte. Ich gebe dir ein bisschen ab. Na klar, da hat er mich doch gerade auch gekriegt. Ach, scheiße. Nicht mehr. Ja, sind zu viele Dots.
Wir bauen einen dritten Mann noch. Zum Kippen. Truck im Westwert. Bleibt im Cap, Jungs, ihr müsst jetzt durchkappen, rennt ihr nicht raus. Bin auch noch drinnen. Ja, bin auch noch drin. Wir ziehen wieder. Wie gesagt, im Westen war noch ein Lodgy, nicht dass ihr jetzt was droppt. Naja. Also der Panzer oben ist weg, ihr könnt euch wieder frei bewegen. Ja, ihr könnt auch ein bisschen pushen, jetzt sagt das jetzt durch. Alles gut, jetzt können wir wieder offensiver werden. Ich brauche jetzt noch mehr Muni, um die Gänse auszuschalten. Ja, hier unten ist Muni. Kannst du auch mehr MRAP gehen? Du hast übrigens auch nur ein Fahrzeug, also ein Besatzungsmitglied, was da drin sitzt, der macht's alleine. Schön, noch eine Kette. Ja, positiv. Wenn ich das Spawn hab, direkt bei mir, CD. Ja, Dito, haben sie gerade aufgebaut. Neue Kette kommt die Straße. Zippel, fand ich das Spawn hab bei Exilum. Zu viel, ist auch, ich hätte nicht schießen sollen. Push das Ding jetzt, pusht voll drauf. Wir müssen die jetzt Feuer. Wir bauen noch einen zweiten Mann dran, ich bin dran. Achso, okay. Kette kommt auf der Straße ins Dorf. Zweiter Mann bitte an die Hub. Ja, ich bin unterwegs weg. Ich bin down, der dicke Panzer erwischt. Ja, bin auch down. Was für eine Nade. Das ist scheiße. Sollen wir alle oben spawnen bei der FOB oder ist sie rund? Wie zielt man mit dem MG? Infanterie kommt aus Nordwest jetzt rein. Verteidigen. Ist auch Sportlead. Schade finde ist, dass wir bei 9-0 nicht schaffen. Rally ist weg. Und Infanterie ist schon drin. Ja, wir können nicht viel machen, wenn die anderen kurz nicht mal einen Finger Assler, bei dir Infanterie, Klaus. Hab ihn. Wir kennen doch nicht schon nur. Ich weiß. Ja, aber es hat halt nur eine Rakete gerade oben gefehlt, um den Kollegen zu töten. Jetzt bin ich in der Main gespawnt, scheiße. Sollen wir den Bradley mitbringen? Ja, sollen wir ein Fahrzeug machen? Fahrzeugunterstützung für euch? Da kommt ein also Striker. Ich sitze hier fest. Von uns. Ich markiere den Striker, die feindliche Kette. Wegen mir könnt ihr euch den Bradley nehmen, aber dann müsst ihr mindestens zwei Leute ansetzen. Sonst macht das keinen Sinn. Ich kann auch in der Main spawnen. Ja, dann ja. Zwei Mann in der Main, nehmt euch Human Kit und dann den Emerald. Ja, den Bradley. Captain, dir schon durch? Nein, alles gut. Na, dann ist jetzt durch, wir haben Ludwig Kill. Ja, dann spawnt, wer jetzt down ist, spawnt oben bei, Ludwig Kill an der Hub. Copy. So schnell Captain dir das nicht durch. Der Blöde ist auch in Ludwig Kill hochfahren. Jo. Ich glaube, wir schaffen es nicht, bis wir haben das Ticket Bleed. Ihr seid eine Weile unterwegs mit dem Ticket. Meine Date nochmal schreiben. Nord ist so für Nord. Ja. Ja, der Strike hat gerade die Kette zerfickt, also das sieht ganz gut aus. Ich bewege mich nicht zum Feind ab. Wie schafft denn der Drops-Rolle das einfach noch entspannter zu sein als ich? Ich hab noch eine Kette. Ja, das weiß ich auch nicht. Der ist doch voll auf Drogen, oder? Ich wollte gerade sagen, vielleicht nimmt er Beruhigungsmittel. Ich würde schon 18 mal hier ausrasten. Die kommen von der Hub runter, das sind nicht wenige. Das ist jetzt mein neues Vorbild, glaube ich. Ja, ist egal, wir haben gleich Ludikill, es ist... Dann war du nicht angekippt. Ich hoffe auch, dass du das schaffst, Flecki. Du wirst der neue Fleckenzwerg. Weniger flippen. Das ist ein Bellpunkt.
Feindlicher 30er vor mir. Feindlicher 30er vor mir. Ganzes Squad kommt auf uns zu. Ja, wie ist das sauber? Ja, du hast nicht angekippt. Passt auf, achtet auf Ostseite, Ostseite bei Lodi sind die schon. Noch im Schüler. Hier ist ein 30er bei Till, der braucht noch einen Hit, dann ist er weg. So, jetzt haben sie Ticket Bleed. Die kommen über den Schleifblock. Oh, die haben Sniper-Bossen. Ja, bin down. Die pushen schon richtig close ran im Osten, also wir müssen auf jeden Fall jetzt die Ostseite sichern. Schon wieder so oft gestorben, ey. Merke ich aber nicht viel von. Hau mal den Sniper am Osten. Südwesten sind wir noch so im BTR unterwegs. Guck, der braucht nur schnell. Noch einen Hit im Südwesten. Einen einzigen Hit und ist er down. Der ja, hat schon zwei. Das ist eine 30er, der kommt. Ja. Der steht jetzt ungefähr auf Ping im Südwesten. Ist so negativ, es ist alles zu neblig und zu hell nachher. Okay. Welches Rank über mir im Süden am nächsten Haus? Ich brauche einen Medic, vielleicht kann er herkommen. Ach, der hat mich gesehen. Ich dachte, der schießt die ganze Zeit über mich. Wer? Jawoll. Zwei. Sauber. GG, Jungs. GG. GG. We destroy them. Sauber, Leute. Das war mal eine saubere Runde. Danke dir, Jungs. Schöne Runde.